Endspiel, die zweite für die Männer vom BHC. Heute geht's um alles, heute geht's ums Final Four in Hamburg. Den Einzug in die Endrunde haben die Hauptstadtjungs gegen den Uhlenhorster Hockeyclub selbst auf den Schlägern. Ob das nun Fluch oder Segen ist, wird sich zeigen. Dass gegen die zweitplatzierten Hamburger was zu holen ist, bewies gestern der TC Blau-Weiß. Im Kampf gegen den Abstieg holte sich der Underdog einen wichtigen Punkt. Und ja, wenn der Nachbar aus dem Grunewald die Hansestädter schon ärgern kann, dann können es die BHCler schon lange, oder? 110% dran. Alle müssen hier alles reinhauen, was geht. Alles, wirklich, wirklich alles. Ist scheißegal, in welchem Situation. Guck mal hoch, Jungs. Alles. Hoch hier. Ja? Alle 1, 2, 3, 4! Okay, komm! So, aber erstmal rein ins Spiel. Die Anfangsphase gehört klar den Berlinern in Rot und ähnelt der von gestern. Erste dicke Chance gleich nach 2,5 Minuten. Gmoll auf Kilper, auf Diesing und rein das Ding. Nein, das war es noch nicht. Aber die Richtung der BHCler ist klar. Die Jungs sind mindestens so heiß wie die Sonne, die von oben gnadenlos brutzelt. Bei diesen Temperaturen würden sich die Zuschauer eine kalte Dusche wünschen. Doch leider bekam diese ihr Team vom BHC ab. Die Hamburger mit der ersten Strafecke, Alexander Perdoni auf Moritz Fürste. Und drin ist das Ding, aber was für ein Treffer. Der Ball schlägt im linken Winkel ein. Unhaltbar für Goalie Christopher Stubbe. Und das nach 5 Minuten. Das erinnert schon ein wenig an Spiel gestern. Deshalb jetzt erst recht. Der BHC mit Wut im Bauch belagert das Tor vom UHC. Und wie? Zweite Strafecke in Serie. Schauen wir mal hin. Schöne Variante. Pilt Arnold auf Kilper. Und 7 Meter fordert zumindest der BHC-Spieler Leopold Harms. Soll dann noch mit dem Körper dran gewesen sein. Und oh, ganz schwierig zu erkennen. Kein 7 Meter. Dafür die nächste Strafecke. Hähner. Kilper und Jacobi, ganz stark vom Hamburger Schlussmann. Das Tor will einfach nicht fallen. Und das trotz 5 Strafecken nach gut 20 Minuten. Da muss man so langsam auf die anderen Plätze gucken. Schärfster Konkurrent Krefeld gleicht nämlich in Nürnberg aus. 1:1 steht's da nun. Also, der BHC damit immer noch im Halbfinale. Aber nun kommt wieder Hamburg. Und da klingelt's erneut. Florian Fuchs 0:2. Damit aber nicht genug. Auch die Krefelder treffen. Stand jetzt wären die Berliner nicht fürs Final Four qualifiziert. Es wird also so langsam eng und immer spannender. Der BHC braucht ein Tor. 6. Strafecke. Swiatek verschießt und wird im Gegenzug zum tragischen Held. Erst der Ballverlust, dann das Eigentor zum Halbzeitgong. 0:3 der Spielstand. Auch in der zweiten Halbzeit ackern die Berliner weiter, bleiben aber in der Offensive zu harmlos. Jetzt mal Zwicker mit dem langen Pass auf Ebeling, der mit dem Laufspiel und dem Pass in die Mitte und da zappelt es plötzlich im Netz. Allerdings nur Niklas Westphalen. Das bringt leider keine Punkte. Und deutlich präziser sind da die Hamburger. 4:0 aus UHC-Sicht. Und es kommt noch schlimmer. Krefeld liegt in Nürnberg weiter vorne. Der BHC gibt aber nicht auf und versucht hier, was geht. Stubbe raus, Benedikt Swiatek rein. Hetherington setzt nun alles auf eine Karte und die sticht leider nicht. Gleich der erste Angriff ohne Goalie bricht den Berlinern das Genick. 0:5 mittlerweile der Spielstand. Davon erholten sich die Jungs von der Wilski-Straße auch nicht mehr. Jegliche Ambitionen waren dahin. On top gab es sogar noch das 0:6. Abpfiff und sofort Handy raus. Wie geht das Spiel in Nürnberg zu Ende? Schlecht für den BHC. Der Krefelder HTC gewinnt mit 4:2 und löst damit das Ticket nach Hamburg. Aber man muss halt leider sagen, dass man nicht heute mit dem Spiel halt die Playoffs verpasst hat, sondern dass man halt in den Spielen vorher über die ganze Saison halt Punkte liegen lassen hat, die man halt nicht liegen lassen darf. Und dann reicht es am Ende halt nicht.
Die Saison 14-15 ist damit beendet. Kein Final Four, keine Chance auf die deutsche Meisterschaft. Dafür, dass man aber vor der Saison nur eine neue Mannschaft mit Nachwuchsspielern für die Zukunft aufbauen wollte, war es am Ende ganz schön packend und auch gut. Sechster Platz in der Liga, das Final Four zum Greifen nah. Also, Jungs, Kopf hoch, wir sind auf jeden Fall jetzt schon wieder heiß auf die kommende Spielzeit.